Guten Abend. Heute ist der 1. April 2022. Seit heute Morgen um 8.24 Uhr stehen Sonne und Mond auf 11 Grad wieder. Wir sind im Wieder-Neumond. Und Wider ist das Thema auch des ganzen Jahres 2022. Und deswegen ist dieser erste Neumond sehr im astrologischen oder im geistigen Jahr sehr wichtig. Es geht um einen neuen Impuls, es geht um einen neuen Weg. Und was möchte dieser Weg uns zeigen? Wenn wir hier das Horoskop ansehen, dann sehen wir, es gibt eine Ballung hier. Und Sie sehen, es ist das im Haus 11, das sind die Häuser, die Zeichen außen, im Haus 11 und die ganze Ballung steht im Haus 12. Im Haus 12 stehen Merkur, Mond, Merkur ist der Planet der Kommunikation, Mond, der Planet der Seele und die Sonne, der Planet selbst und der Heiler stehen im 12. Haus. Was bedeutet das? Der 12. Haus ist erstens mal, also der 4. Quadrant, wo die ganze Ballung drin ist, das ist das gesellschaftliche Thema. Es geht nicht nur um unser persönliches Leben, sondern es geht um gewaltige gesellschaftliche Wandlungen, Änderungen, die jetzt der Impuls da ist zur Veränderung. Ich weiß, man sieht äußerlich noch nicht sehr viel, aber wir werden das erst wirklich erkennen und wahrnehmen, wenn wir auch unser persönliches Bewusstsein erweitern. Und genau darum geht's. Wenn der Sonne und Mond im 12. Haus, das heißt im Haus der Meditation. Und wie können wir unser Bewusstsein erweitern? Wir erweitern unser Bewusstsein nicht, indem wir nur Wissen ansammeln, also Wissen aus Büchern, aus Filmen, aus Nachrichten, sondern indem wir uns erinnern, indem wir uns nach innen wenden. Und das meint Meditation. Ich weiß, viele Menschen sagen, ja, ich kann nicht meditieren, das geht bei mir nicht. Das kommt daher, weil wir hier im Abendland vor allem oft ein falsches Verständnis von Meditation haben. Wir haben die Meditation von den Morgenländern gelernt, Yoga und ähnliche Praktiken. Und die Morgenländer, die haben eine andere Energiestruktur als wir Abendländer. Wir Abendländer, wir haben ganz viel Energie im Kopf, wir sind sehr kopflastig, währenddem die Morgenländer mehr Energie im Herz haben. Sie möchten ihre Energie in den Kopf bringen, ins Bewusstsein zum Verstehen. Und wir haben die Energie im Kopf, aber nicht unbedingt nur im Bewusstsein, sondern oft nur im mentalen, in der mentalen Intelligenz, oft nur im das, was wir lernen können, im IQ, was wir messen können. Es gibt aber noch eine geistige Intelligenz und das wäre unser Bewusstsein. Und das ist das, was uns das 12. Haus erinnern will, dass wir uns meditativ erinnern, nach innen wenden. Und diese Meditation, die wir dann gelernt haben, ist, die einfachste ist dreimal tief ausatmen. Bewusst atmen, einatmen und durch die Nase einatmen und mit dem Mund ausatmen. Das ist eigentlich der Beginn einer Meditation. Und dann wird oft der Ratschlag gegeben, einfach auf seinen Atem achten und den Körper entspannen und möglichst die Gedanken ziehen lassen oder die Gedanken den Kopf leer werden lassen. Jetzt hat aber unser System meistens die Gewohnheit, je mehr wir Gedanken loslassen möchten, umso doller kommen sie, umso aufdringlicher sind sie und dann geben dann viele Menschen nach ein paar Minuten auf und sagen, ich kann nicht meditieren, das ist nichts für mich. Wenn wir
meditieren, indem wir in die Tiefe gehen möchten, den vertikalen Weg, immer leerer werden mit den Gedanken, unser drittes Auge öffnen, das Bewusstsein öffnen, außerhalb des Körpers sein, mit dem Bewusstsein die Unendlichkeit erfahren. Das ist der vertikale Weg. Und dieser Weg, der braucht sehr lange Praxis. Also jemand, der Zen-Meditation praktiziert, der ist Jahre unterwegs und meditiert täglich viele Stunden. Und das haben wir normalen Menschen, die wir im Alltag eingebunden sind, meistens gar nicht die Zeit. Also, und wir möchten vor allem auch nicht so in die Tiefe gehen, dass es uns zuwider ist, in den Alltag zurückzukehren. Weil das passiert ja vielen Menschen, die exzessiv meditieren, dass sie dann keine Geduld mehr oder keine Lust mehr haben an diesem lauten Alltag und sich dann zurückziehen. Und wer das nicht möchte, wer eben im Alltag bleiben möchte und einfach sich erinnern möchte, sein Bewusstsein erweitern möchte, um im Alltag besser klarzukommen, für den ist die Kontemplation besser geeignet. Kontemplieren heißt nachsinnen, sinnieren. Das heißt, wir versuchen nicht, die Gedanken abzustellen, weil uns das sowieso nicht gelingt, sondern wir versuchen, die Gedanken, also wir bemühen uns, die Gedanken unter Kontrolle zu bringen. Und das ist einfacher. So eine Meditation geht folgendermaßen. Man nimmt einen Timer von einem Handy oder irgendeine Küchenuhr, stellt 20 Minuten ein und hält sich an diese Zeit. Das heißt, die Meditation geht maximum 20 Minuten. Und warum? Weil wir hier gerade jetzt haben wir hier beim 11. Haus, hier haben wir die Planeten Neptun und Jupiter, die beieinander stehen. Jupiter ist der Planet der Spiritualität des 9. Hauses und Neptun ist der Planet des 12. Hauses, also der Transzendenz. Aber solange wir nicht wirklich meditieren können, solange wir nicht in die Transzendenz eintauchen können, wird sich der Neptun in der Regel eher negativ zeigen. Es ist so bei jedem Urtrieb, wenn er nicht aktiv gelebt wird, hat er zuerst die Tendenz, sich auch in der Spiegelung in der negativen Seite zu zeigen. Und die negative Seite, die Rückseite von Neptun, das wäre dann Illusion. Und das würde dann heißen, dass man einfach das Gefühl hat, man ist mit seinem Inneren verbunden, man hat das Gefühl, man hat das Bewusstsein erweitert, man hat das Gefühl, man hat Informationen aus höheren Dimensionen bekommen, man ist aber nur in einer Illusion gefangen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns wirklich auf die 20 Minuten beschränken, weil in diesen 20 Minuten ist das Abdriften in eine Illusionswelt, in die Astralwelt, ist die Gefahr viel geringer. Also wir stellen die Uhr auf 20 Minuten und wir nehmen einen Text, einen aufbauenden Text, wo kein Nicht oder keine Negation drin ist. Es kann aus der Bibel sein oder irgend sonst ein schöner Text. Oder wer keinen geeigneten Text findet, der schreibt einfach auf ein Blatt Papier Danke, Danke, Danke. Die drei Wörter Danke, sonst nichts. Oder wir nehmen ein schönes Bild und dieses schöne Bild, das kann eine Blume sein, es kann aus der Natur sein, es kann eine schöne Zeichnung sein, es sollte nicht ein Menschenantlitz sein, es sollte nicht etwas Künstliches sein, sondern es sollte etwas Natürliches sein aus der Schöpfung. Ob das nun ein Schmetterling ist, ein Tier oder eine Blume oder ein Berg, spielt keine Rolle. Aber nehmen Sie ein Bild, ein natürliches Bild. Legen Sie sich das zurecht, bevor Sie den Timer gestellt haben, und dann beginnen Sie die Meditation. Beginnen Sie die Meditation, indem Sie sich an Ihre
innere Kraft erinnern, die sie einmal Gott genannt hatten oder die sie einfach akzeptieren können, dass es eine größere Intelligenz gibt oder eine größere Kraft, dass es Gott Vater ist oder dass es eben die göttliche Quelle ist oder die Lichtquelle von allem Sein oder Ein Sof, wie sie immer, oder Buddha oder Allah, spielt keine Rolle, denn es gibt nur einen Gott. Und dieser eine Gott, der ist nicht nur zuständig für unsere Erde, sondern für das ganze Universum. Da werden wir später noch davon sprechen, nicht in diesem Video. Ich werde später einmal ein Video darüber machen. Das heißt, nehmen Sie einfach ein gutes Gefühl, das für Sie stimmt. Nehmen Sie ein Wort, das für Sie stimmt, oder ein Begriff, das für Sie stimmt. Wenn Sie Licht nehmen, dann nehmen Sie bitte nicht nur weißes Licht, sondern weiß-goldenes Licht, damit das Göttliche mit drin ist, weil auch die Astralwelt verbreitet ganz viel weißes Licht als Gegenpol zur Dunkelheit, zum Schwarzen. Deswegen nicht nur weißes Licht, sondern weißes Licht mit göttlichen, mit goldenen Sternen oder goldenen Funken oder goldenen Strahlen. Denken Sie an die Sonne. Nicht, dass wir die Sonne verehren, aber das Sonnenlicht ist auch nicht nur weiß. Es beinhaltet das Spektrum aller Farben und es erscheint uns als gelb, als golden. Also machen Sie ein kurzes Gebet, bitten Sie um Schutz und um Hilfe und um Beistand. Am besten verbinden Sie sich mit der Christuskraft, wenn Sie das Verständnis haben, dass die Christuskraft überkonfessionell ist für die ganze Menschheit. Und wenn Sie dieses Gebet gemacht haben, dann öffnen Sie die Augen wieder und nehmen Sie den Text oder das Bild vor Ihre Augen. Schauen Sie dieses Bild an oder diese drei Worte oder diesen kleinen Text und konzentrieren, fokussieren Sie Ihre Gedanken auf dieses Bild oder auf diesen Text. Denken Sie darüber nach, was diese drei Worte oder dieser Text für Sie bedeuten oder was dieses Bild für Sie bedeutet. Sinnieren Sie über dieses Bild nach. Und nehmen Sie sich dazu 10 Minuten bis 15 Minuten Zeit. Und das ist nichts anderes als eine Übung der Gedankenkontrolle. Sie üben, dass die Gedanken in die Richtung denken, wie Sie es gerne möchten. Und das ist der Einstieg in die Meditation. Denn dieser Fokus bewirkt eine Veränderung im Gehirn. Sie kommen spätestens nach 15 Minuten in den Alpha-Zustand oder in den meditativen Zustand. Also wenn diese 15 Minuten vorbei sind, Sie können ruhig auf die Uhr schauen, weil Sie ja immer wieder die Augen öffnen. Jedes Mal, wenn Ihre Gedanken abschweifen, öffnen Sie die Augen wieder, sehen sich das Bild an, sehen sich die Worte an und schließen Sie dann wieder, bis die Gedanken wieder abschweifen. Und wenn dann diese 15 Minuten vorbei sind, dann können Sie sicher sein, dass Sie im Alpha-Zustand sind. Das ist jeder gesunde Mensch. Und dann behalten Sie die Augen geschlossen für die restlichen 5 Minuten der Meditation. Und in diesen 5 Minuten konzentrieren Sie sich auf Ihr Inneres, nicht mehr auf Gedanken, sondern auf Ihren Atem. Fühlen Sie Ihren Atem. Fühlen Sie, wie der Atem mit jedem Einatmen, wie der durch den ganzen Körper strömt. Und spüren Sie, wie Sie mit dem Ausatmen alles Belastende loslassen können. Sie können sich dabei vorstellen, dass Sie beispielsweise die Kraft der Sonne einatmen, unserer Sonne, denn Sie wissen, aber der Sonne, die uns Leben schenkt, nicht der Sonne, die uns die Haut verbrennen kann oder der Sonne, die uns irgendwie belasten kann, sondern der geistigen Sonne. Nehmen Sie nur das Bild der äußeren Sonne. Das ist das Prana, das ist die Geistesenergie, die göttliche Intelligenz, die wir einatmen mit jedem Atemzug.
Also stellen Sie sich vor, wie Sie dieses göttliche Prana oder dieses göttliche Licht einatmen in Ihren Körper, in Ihrem Körper verteilen und dann wieder ausatmen. Und dann, nach 20 Minuten, öffnen Sie die Augen und bedanken sich innerlich und nehmen einen Stift zur Hand und schreiben auf, was kam mir in diesen letzten 5 Minuten in den, was habe ich gefühlt? Wie war das mit dem Atmen? Hat das mir die Brust erweitert? Hat das mir, hat sich der Körper wohl gefühlt? Ist mir eine Erinnerung in den Sinn gekommen? Ein Erlebnis von früher oder egal was? Oder ist mir in den Sinn gekommen, für was, dass ich dankbar bin in meinem Leben? Für was, dass ich Danke sagen möchte? Das schreiben Sie auf. Und das ist Meditation. Machen Sie diese Übung jeden Tag. Es sind 20 Minuten im Tag. Das kann man sich auch bei einem vollen Terminkalender, kann man sich diese Zeit freischaufeln. Denn Zeit ist dehnbar. Und damit sind Sie angekommen in der geistigen Energie des Widders, in dem Neubeginn. Denn Widder ist, bedeutet, der Geist, das Geistwesen Mensch kommt auf die Erde und nimmt sich ein Kleid. Und es möchte während seinem irdischen Leben diese Geistenergie, die es mitgebracht hat, in die materielle Welt bringen. Das ist eigentlich die geistige Interpretation des Zeichenbieters. Und da Sie nicht die Welt verändern können, da niemand von uns die Welt verändern kann, dann stellen Sie sich vor, wir haben jetzt hier abends, egal um welche Zeit Sie das schauen, wenn Sie das abends um 10 Uhr schauen, haben wir abends um 10 Uhr, es ist dunkel bei uns, es gibt Erdteile, da ist es noch nicht dunkel, da ist es sogar erst morgen oder da ist sogar ein anderer Tag und es gibt die südliche Halbinsel, Halbkugel der Erde, die hat jetzt im Moment nicht Frühlingsbeginn, sondern es beginnt nicht der Sommer, sondern der Winter, obwohl sie auch im Monat März sind, denn wir haben uns ja für die ganze Erde zu einem Kalender entschieden. Aber trotzdem, es ist unvorstellbar, dass wir die ganze Erde überhaupt überblicken können oder uns vorstellen können. Deswegen bitte nicht die Welt verändern. Das können wir nicht. Sprich, wir können nicht die ganze Welt verändern, wir können uns verändern. Und jeder Mensch, der täglich meditiert, verändert die Welt, denn er bringt eine andere Energie in das Bewusstseinsfeld, das die ganze Erde umgibt. Und dieses Bewusstseinsfeld, das ist sehr wohl sichtbar für hellsichtige Menschen. Und dieses Bewusstseinsfeld beeinflusst uns alle. Und jedes Mal, wenn wir meditieren oder wenn wir in guter Energie sind, dann entziehen wir uns dem negativen Bewusstseinsfeld und wir vermehren die positive Energie im Bewusstseinsfeld. Und das ist das, was ich Ihnen mitgeben möchte für den Neumond wieder. Und diese Neumondenergie, die Ihnen hilft dabei, wenn denn drei Planeten und vor allem der Heiler im Zeichen der Meditation, des neuen Impulses, das ist eine Zeitenergie, die Ihnen hilft und es gibt keinen besseren Moment als jetzt, um mit der Meditation zu beginnen, weil die kosmische Energie Ihnen hilft dabei. Und diese Zeitenergie des Wiederneumondes, die wirkt während einem ganzen Monat bis zum nächsten Neumond. Und ich wünsche Ihnen schöne Meditationen, viel Erfolg. Und wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, mich zu kontaktieren. Schreiben Sie mir ein Mail oder rufen Sie mich an. Sie finden all meine Angaben auf meiner Webseite, die nennt sich Rubinenergie in einem Wort und zögern Sie nicht, ich antworte Ihnen gerne. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann bitte
einen Daumen hoch oder abonnieren Sie meinen Kanal. Dann müssen Sie auch meine Angaben nicht jedes Mal wieder suchen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, wünsche Ihnen eine ganz schöne Wiederzeit, auch wenn es jetzt zu schneien begonnen hat. Der Frühling ist da.